Heute, liebe Kinder, habt ihr die Möglichkeit, in die Geschichte von Paula, Peter und Priska, in die Geschichte von der Umweltschützerbande hineinzuhören. Paula, Peter und Priska wohnten in der kleinen Reihenhaussiedlung am Rande des Dorfes. Alle drei, gemeinsam mit ihren Familien, nur wenige Schritte voneinander entfernt. Die drei waren beste Freunde, wohl auch deshalb, weil sie alle drei gleich alt waren, fast auf den Tag genau. Paula und Priska kamen am 24. September zur Welt, Peter kam zwei Tage später, am 26. September. Naja, Buben brauchen in vielen Dingen einfach ein klein wenig länger als Mädchen. Die Weihnacht vor 10 Jahren sei daran schuld, dass sie alle drei gleich alt seien, hieß es. Damals habe es in der heiligen Nacht derart heftig geschneit, dass die gewaltigen Schneemassen Bäume zum Knicken brachten und diese die Stromleitungen zu den Siedlungshäusern zerstörten. Finster sei es damals gewesen in dieser Weihnacht vor 10 Jahren, haben ihnen ihre Eltern immer wieder mal erzählt. Nichts habe man machen können, gar nichts, nur früh zu Bette gehen. Weil die drei beste Freunde waren, verbrachten sie auch den Großteil des Tages miteinander. Nicht nur, dass sie in dieselbe Schule, in dieselbe Klasse gingen, auch außerhalb der Schule, zum Hausaufgabe machen, zum Spielen, zum Diskutieren über Gott und die Welt, trafen sie sich, steckten sie ihre Köpfe zusammen. Und gerade das Letzte, das Diskutieren über Gott und die Welt, war etwas, mit dem die drei viel, viel Zeit verbrachten. Vor allem mit der Frage, wie es mit der Welt weitergehen soll, wie die Welt noch zu retten sei. Denn die Welt war in einem erbärmlichen Zustand. Die Bäche schäumten, die Flüsse kippten, die Meere stanken zum Himmel, Abgase aus Fabriken und Autos, aus den Schornsteinen der Häuser verfinsterten die Sonne und Dreck und Plastik in Wasser, Wald und Wiese. Sie keuchte die Erde, sie schnaufte schwer und hustete. Und die drei, Paula, Peter und Priska, sagten sich, dass es höchste Zeit sei, etwas zu tun. Und mit jedem Tag, mit dem sie älter wurden, je mehr Zeit verging, umso heftiger marterten sie ihre Köpfe. »Wir müssen unsere Eltern überzeugen, dass etwas zu tun ist«, meinte Paula. »Wir müssen unsere Siedlung überzeugen, dass etwas zu tun ist«, meinte Priska. »Wir müssen unser Dorf und die ganze Welt überzeugen, dass etwas zu tun ist«, meinte Peter, der glaubte, weil er der Bub, der Mann in der Gruppe war, stets das letzte und das lauteste Wort haben zu müssen. »Fangt doch bei euch selber an«, meinte Paulas Mutter, als die drei wieder einmal beisammen saßen und große Gedanken über die Rettung der Welt hin und her wälzten und dies und jenes überlegten und fragten, wie sie den Präsidenten von Amerika, diesen Gockel, wie Paula ihn nannte, so weit bringen konnten, den Kohleabbau und die Erdölgewinnung zu verbieten und die Kernkraftwerke abzuschalten. »Wie meinst du das?«, fragte Paula ihre Mutter. »Wie ich's gesagt habe, fangt bei euch an. Macht das, was ihr machen könnt, was in euren Händen liegt. Redet nicht nur von der Rettung der Welt, beginnt mit der Rettung der Welt. Tut etwas dafür, greift dort zu, wo ihr zugreifen könnt.« Die drei haben sich das nicht zweimal sagen lassen. Sie gründeten einen Umweltschutzverein und starteten die ersten Aktionen. Sommer war's, Urlaubszeit, für viele Dorfbewohner die schlimmste Zeit des Jahres. Denn in diesen Wochen donnerten Tag für Tag Tausende von Autos über die Dorfstraße ins Nachbartal. Autos aus Deutschland, Holland, Belgien. Vor allem an den Wochenenden war es arg, wenn die einen gingen und die anderen kamen, wenn es zum Schichtwechsel unter den Urlaubern kam. »So kann das nicht weitergehen«,
hatten Paula, Priska und Peter beim letzten Treffen des Umweltschutzvereines verkündet und eine Sitzblockade der Straße beschlossen. Es war ein Bild für Götter. Da saßen an die 400 Kinder, die meisten in gelben und orangen Warnwesten, mit dem Hosenboden auf dem Asphalt der Dorfstraße, friedlich, fröhlich, in bester Stimmung. Viele von ihnen hielten bunt bemalte Schilder hoch. »Ihr stinkt! Euer Dreck ist unser Leben! Ihr raubt uns den Atem! Wir kriegen keine Luft mehr! Autos raus aus unserem Dorf! Macht kehrt! Ihr verdreckt die Luft, die wir atmen müssen!« Mehr schon Jugendliche, denn Kinder waren es, die kichernd ein Plakat hochhielten, auf dem zu lesen stand: »Weniger Autoverkehr, mehr Körperverkehr!« Manche der gemalten und geschriebenen Sprüche wurden von den Kindern auch gesprochen, im Rhythmus gerufen, im Chor vorgetragen. »Ich will keine Autos hier, die rauben meinen Atem mir! Unsere Luft soll sauber sein, drum lassen wir Stinker nicht hier rein!« Und dazwischen wurde immer wieder der Ruf des Umweltschutzvereines der Dreien, des Vereins ZUW, Zukunft Welt, laut. »Zukunft gestalten, Welt erhalten, Welt erhalten, Zukunft gestalten!« Die Omas gingen mit selbstgebackenem Kuchen durch die Reihen. Da wurden kleine Stücke Linzertorte verteilt, da wurden Apfelschnitten, Zimtschnecken, Marillenkipferl ausgegeben. Die Opas, viele auf mitgebrachten Campingsesseln am Straßenrand sitzend, auf dem Gehweg sitzend, feuerten die Enkelkinder an, indem sie einzelne Sager, einzelne Parolen mitriefen und mitformulierten. Die Eltern, mehrheitlich waren es die Mütter, sorgten dafür, dass an diesem heißen Tag niemand verdurstete, und rundum wurde fotografiert, wurden Videos gemacht, wurde das Tun des Vereins ZUW in vielfältigster Form dokumentiert. Nicht so gut war die Stimmung an diesem Samstagvormittag am einen und am anderen Ende der Dorfstraße. Dort, wo auf der einen Seite den Urlaubern die Anreise zu ihrem Urlaubsort verwehrt wurde und wo auf der anderen Seite jenen, die ihren Urlaub beendet hatten, die Heimreise unmöglich gemacht wurde. Die erste halbe Stunde wurde die Sperre noch still erduldet. Eine Straßensperre. Eine Sache, die öfters mal vorkommt, dachten sich die meisten. Ein Viehabtrieb, eine Sperre nach einem Unfall, ein kleiner Murenabgang, ein Wasserrohrbruch. Man blieb still in den Autos sitzen und wartete. Als sich aber nichts tat, begannen die Ersten zu hupen. Weil es Sommer war, die Sonne unbarmherzig niederbrannte, entlang der Dorf- und Landstraße kein schattenspendender Baum stand, stiegen die Temperaturen in den Autos, auch wenn die Fenster weit geöffnet waren. Die Kinder begannen zu raunzen, dann zu weinen. Die Eltern, ohnehin schon gereizt, wurden grantig. Man begann zu schimpfen, zu fluchen, und das Hupen wurde mehr, immer mehr. Als sich Paula dann auch noch mit ihrem Megafon hinstellte und verkündete, dass die Sperre bis Mittag dauern werde und dass mit dieser Sperre die Jugend des Dorfes für ihre Zukunft kämpfe, erntete sie nicht nur verständnisloses Kopfschütteln, sondern auch Schimpf und Schande. »Blöde Kuh, verschwind, mach die Straße frei, aber dalli dalli!« Das Hupen wurde noch mehr. Rufe nach Polizei und Ordnung wurden laut. Aber die Dorfkinder ließen sich nicht stören. Sie hielten ihre Tafeln in die Höhe, sangen ihre Lieder und riefen immer wieder: »Zukunft gestalten, Welt erhalten, Zukunft gestalten, Welt erhalten, Zukunft gestalten, Welt erhalten.« Wie die Sache denn ausgeht, das, liebe Kinder, das lest ihr am besten selbst nach. Oder ihr lasst es euch vorlesen, wie ihr wollt.